Eine Woche ist nun schon vergangen, seit ich meine Reise entlang der Donau begonnen habe. Eine Reise durch ein Europa, von dem ich glaubte, es zu kennen, in dem ich aber immer mehr auf Unbekannte stoße. Wie hier in Oberösterreich. 700 Kilometer bin ich gereist, von der Quelle bei Furtwangen bis nach Österreich. Nun komme ich nach Mitterkirchen im Machland, eine Region, der die Donau Fluch, aber auch Segen gebracht hat. Mitterkirchen, das wird bald klar, wurde von der Donau verwöhnt. Sie hat hier viele Jahrhunderte lang fruchtbare Erde angeschwemmt. Das Land erinnert mich an Holland. Nur die Bauernhöfe sind hier noch größer. Warum das so ist, darüber will ich mehr wissen. Das ist ja wahnsinnig schön da. Wie kommt denn das, dass es hier so schöne Bauernhöfe sind? Das ist ein reiches Land. Na, reiches Land sind wir sicher nicht. Ja, also sicher nicht so reich wie hier da in der Schweiz die Landwirte sind. Aber es ist einfach in unserer Gegend einfach so üblich, oder die Landwirte haben einfach nur so Liebe zu ihren Bauernhäusern, dass die so das bisschen Geld, was überbleibt, steckt ganz wieder in die Optik von den Häusern rein. Und wie alt ist denn das Gebäude? So 120, 140 Jahre wird das gut sein. Und das ist aber riesig, das sind ja 20, 30 Zimmer. Zimmer haben nicht ganz so viel, aber es ist. Früher, wie die Bauernhöfe so entstanden haben, war in der Gegend auch noch eine Rinderhaltung. Und da ist das ganze Futter gelagert worden. Die ganzen Rinder haben im Gebäude Platz haben müssen. Ja, die Hilfskräfte, die damals auf die Bauernhöfe noch waren, haben Platz haben müssen in die Gebäude. Und dadurch sind da so große Gebäude entstanden. Und das ist schon das größte hier in der Gegend? Nein, es gibt sicher noch andere. Noch größere, also von daher glaube ich nicht, dass wir das größte haben. Aber es liegt schön da, ja. Und wir haben es vor ein paar Jahren eine neue Fassade aufgemacht, darum ist es noch dabei. Relativ sauber. Großartig. Also, Dämpfer, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fahre weiter und bald zeigt sich, dass das Wasser der Donau längst nicht nur ein Segen ist. In dieser Gegend zeigt sie auch ein anderes Gesicht. Selbst mein Radführer widmet diesem Thema ein Kapitel. Es wird beschrieben, wie das Wasser die Menschen und ihr Leben immer wieder bedroht. So mussten vier Dörfer der Donau weichen. Und da, wo ich jetzt bin, auch da stand einmal ein Dorf. Wie vom Erdboden verschwunden, das Dorf Hütting. Es war ein schmucker Ort, gebaut an zwei Dorfstraßen, 60 Haushalte. Darunter schöne Bauernhäuser, neu renovierte Wohnhäuser, erfolgreiche Landwirtschaftsbetriebe. Das Dorf aber, gefährlich nahe an der Donau gebaut, gibt es nicht mehr. Aus, fertig, Ende. Die Donau hat es verschluckt. Im August 2002, als sie ein Jahrhunderthochwasser anrichtete. Unter Mitwirkung heftiger Regenfälle gelang es der Donau, in nur anderthalb Tagen Land und Häuser 3 Meter unter Wasser zu setzen. Ein Mann starb. Viele Menschen saßen fest, mussten geborgen werden. 3000 Helfer standen bei, allein 1000 Soldaten der Bundeswehr. Franz und Helga Meierhofer haben das Hochwasser erlebt. 30 Jahre wohnten sie in Hütting, im Geburtshaus von Franz, zogen da 2 Söhne groß. Ihr Haus gibt es nur noch als Modell. Das war Hütting vor der großen Flut. Der Ort hatte die Launen der Donau wiederholt zu spüren bekommen. Wer hier wohnte, musste immer mal wieder Möbel in den ersten Stock tragen. Lästig vielleicht, aber man hatte sich mit den Überflutungen arrangiert.
Jetzt aber, im Jahre 2002, übertrieb es die Donau. Man entschloss sich, Hütting aufzugeben, die Bewohner auszusiedeln, die Häuser abzureißen. Das ist praktisch unser Grundstück da, bis zu den Bäumen dort hin, dort bis zum Hochstand. Und da geht es dann wieder rauf, bis daher, so bis zur Straße. Was haben Sie verloren? Man kann nicht sagen Heimat, weil wenn man sagt Heimat, Heimat ist für mich, wenn ich mit meinem Mann und meinen Kindern beieinander bin, mit meiner Familie. Aber ein Stück auf alle Fälle davon. Das schmerzt schon, ja. Ja. Ist einfach viel Vergangenheit da drinnen. Und nicht nur das, man ist ja verbunden mit dem ganzen Grund, mit dem Haus. Das Modell, Erinnerung an das ehemalige Zuhause. Man ist an die Hüttinger herangetreten, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Modell zu bauen, als therapeutische Maßnahme, damit wir den Auszug leichter verarbeiten. Es ist wie eine Art, dass man Abschied nimmt. Ja. Maßstabgetreu haben wir es noch gemacht. Genauso war unser Besitz. Die Behörden machten den Bewohnern von Hütting das Angebot, gegen eine Ablösesumme ihr altes Haus aufzugeben und an einem sicheren Ort ein neues zu bauen. Die Hochwasseraussiedler gründeten so im Jahre 2005 Neuhütting. Wer das Angebot annahm, willigte ein, dass das alte Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde. Kein schlechtes Geschäft, könnte man meinen. Der Amtsleiter der Gemeinde Mitterkirchen sieht das anders. Das ist eine schwierige Frage. Neid auslösen. Von außen schaut es aus, ja, die haben alles neu bekommen und das schaut super aus. Aber das ist nicht so. Es war einfach sehr viel Arbeit dahinter ist gesteckt, damit das auch wieder neu aufgebaut worden ist. Und die Leute haben ja aus ihren Ersparnissen auch was mitfinanzieren müssen. Das ist ja nicht hundertprozentig von der öffentlichen Hand bezahlt worden. Das Haus der Familie Meierhofer. Mit der Ablösesumme ihrer zwei alten Häuser konnten sie ein schönes neues Heim bauen. Manch einer, hört man raunen, sei gar neidisch auf ihr Schicksal. Doch Geld alleine schließe die Wunden nicht, sagen sie. Man stellt sich das leicht vor, man zieht aus und fängt von vorne wieder an. Es ist das Absiedeln nicht einfach. Es ist für uns alle schlimm gewesen. Wir reden heute noch von zu Hause in Hütting und nicht in Neuhütting. Und ich glaube auch für alle, für uns drei ist es einfach das Zuhause gewesen, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und für uns ist das Aussiedeln nicht einfach gewesen. Es war wirklich nicht einfach. Die Meierhofers sind 2006 als Letzte in Neuhütting eingezogen. Der Ort liegt 3 Kilometer von der Donau entfernt. Insgesamt wurden in der Umgebung 250 Häuser und Höfe umgesiedelt. Zum Schutz vor Hochwasser wurde in den vergangenen Jahren ein Damm errichtet. Er führt 36 Kilometer durch die Gegend und kann mit mobilen Elementen geschlossen werden. Hütting ist zusammen mit 4 weiteren Dörfern von der Landkarte verschwunden. Gerade einmal 2 Häuser und ein Torbogen sind stehen geblieben. Der Torbogen gilt als Denkmal, damit Hütting nicht auch aus der Erinnerung verschwindet. Ich bin bereits weitergefahren und lasse die Geschichte von Hütting hinter mir. Die Donau, friedlich fließt sie dahin. In diesem Moment ist es für mich schwer vorstellbar, dass sie so verheerende Kräfte entwickeln kann. Hier erscheint doch alles so geordnet. Fast schon beschwörend wirken die Sakralbauten am Ufer auf mich. Lässt der Fluss sich aber beschwören? Weiter flussabwärts beginnt die Wachau. Sie ist bestimmt einer der Höhepunkte meiner Reise. Die nächste Etappe führt mich nach Axbach-Markt. Dort werde ich die Donau auf eine ganz spezielle Art erleben. An diesem Strand haben Kanufahrer die Nacht verbracht. Es sind Teilnehmende der Tour International Danubien, kurz TID, der längsten Kanuwanderfahrt der Welt. Viele der Kanufahrer legen nur eine Teiletappe zurück.
Doch manch einer fährt die gesamte Strecke von Ingolstadt bis zum Schwarzen Meer. Im Clubhaus treffe ich Janis Gaudelka, halb Grieche, halb Österreicher. Er ist der Fahrtenleiter und mein persönlicher Führer. Der pensionierte Hauptschullehrer ist leidenschaftlicher Paddler und das schon ein Leben lang. Da kann wohl nichts schief gehen, denke ich mir. So tausche ich mein mir vertrautes Velo gegen ein unbekanntes neues Gefährt, ein Paddelboot. Es sieht so leicht aus, das Einsteigen in ein Kanu. Dann weist mich Janis ein. Ganz einfach sei das Ganze. Eine Schwimmweste habe ich mir dennoch geliehen. Man weiß ja nie. Schon beim Einsteigen wird mir klar, das hier ist ein notorisch instabiles Gefährt. Das Runterklappen des Ruders funktioniert schon mal. Das beruhigt. Auch wenn ich das Gefühl habe zu kippen, wenn ich nur schon die Augen zur Seite drehe. Und das Lenken, naja, der Fluss hat seine eigene Dynamik. Und dann wird's kurz brenzlig. Ich nähere mich einer ziemlich bedrohlich wirkenden Boje. Das geht schnell. Ja, deswegen habe ich mich beeilt jetzt. Schneller paddeln heißt nicht, dass wir die Bewegung schneller machen, sondern dass wir stärker drücken. Genau. Nur keine Widerrede, denke ich mir. Ich will das Kanufahren schließlich lernen, vor allem aber lebendig ankommen. Auch die Donaukreuze bekommen plötzlich eine ganz neue Dimension. Janis hingegen ist in seinem Element. Ich bin als Zweijähriger das erste Mal in einem Boot gesessen. Wahnsinnig. Mein Vater hat mich immer mitgenommen. Ja. Janni, du bist ein Stück mit deinem Kanu. Ja, ich mache mein ganzes Leben fast nichts anderes. Was ist so besonders am Kanufahren für dich? Es ist eine philosophische Angelegenheit. Es ist keine sportliche Angelegenheit. Sondern? Es ist eine Lebenshaltung. Zugegeben, es hat schon etwas, die Donau so zu genießen. Um dieses Gefühl gemeinsam erleben zu können, wurde die TID ins Leben gerufen. 1956 war die erste Fahrt. Die ging von Bratislava nach Budapest. Und jetzt sind alle Donauländer bis auf Moldawien und die Ukraine dabei. In diesem Jahr das erste Mal auch wieder Kroatien. Also man kann wirklich von Völkerverbindung sprechen? Ja, es ist auch so, dass die Leute, die auf der TIT fahren, dann im Laufe der Jahre sehr viel Kontakt behalten und sich immer wieder treffen und Freunde werden. Also werden effektiv Vorurteile abgebaut? Natürlich. Ein griechischer Österreicher auf der Donau und ein niederländischer Schweizer, das entspricht genau der Philosophie der TID. Die Donau als völkerverbindender Fluss, hier ist das plötzlich keine Lehrformel mehr. Mitten auf der Donau treffen wir auf eine vergnügte Gesellschaft, ein Mexikaner und ein Ire, beide langjährige Teilnehmer der TID. Elado, komm her, befiehlt Janis auf Griechisch. Jetzt muss ich beidrehen. Ein kompliziertes Manöver, das irgendwann auch gelingt. Und so kommt es zu einem weiteren, völkerverbindenden Gipfeltreffen auf der Donau. Weiter geht es.
Nur noch wenige Kilometer liegen vor uns. Jetzt, wo das Paddeln fast von alleine geht. Ein großartiges Gefühl. Auch das Anlegen klappt unter dem kritischen Auge von Janis. Janis ist ein Superlehrer. Mich hat er fast zum begeisterten Kanufahrer gemacht. Schutz auf. Sind wir da? Also, danke. Bitte, bitte. Und alles Gute. Das ist gut gemacht. Wirklich, ja. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns einmal in der Ägäis auf ein Glas Wein. Ich reise weiter zu einem besonders skurrilen Ort an der Donau. Kilometer vor Wien steht ein Milliardengrab. Das Atomkraftwerk Zwentendorf. Das AKW ging nie ans Netz. Obwohl alles bereitstand, produzierte Zwentendorf nicht eine einzige Kilowattstunde Strom. Nur ein Mann arbeitet hier. Das AKW ist sein Reich. Hans Fleischer, der Hauswart. Es ist für mich ein glücklicher Zufall, dass die Anlage nicht in Betrieb gesetzt wurde. Die Anlage hat anscheinend auf so etwas gewartet wie auf mich, der sich auch bemüht, hier aus der stehenden Anlage etwas zu machen. Das Kraftwerk wurde 1976 fertiggestellt. Eine Volksabstimmung verhinderte die Einschaltung in letzter Minute. Jahrzehntelang passierte hier nichts, bis der gelernte Zuckerbäcker nach Zwentendorf kam. Bei Beginn 2002, wie ich ins Kernkraftwerk meine ersten Schritte gemacht habe, war es natürlich ruhig, einsam, verlassen. Es war schon am Anfang ein relativ einsamer Job. Es war ruhig und relativ nichtslos. Einfach seine Runden durch die über 1000 Räume drehen, das war Hauswart Hans Fleischer zu wenig. Die herumstehende Technik faszinierte ihn. Er nutzte die Zeit und bildete sich autodidaktisch weiter. So ist Hans Fleischer vom Zuckerbäcker zum AKW-Experten geworden. Mittlerweile öffnet er das Haus für Besucher. Heute sind Ingenieure aus Bayern zu Gast. Bei seinen Führungen kann Fleischer Orte zeigen, an die man bei einem Kernkraftwerk sonst niemals hinkommt. Wir befinden uns jetzt im Bereich, wo die Brennelemente stehen. Das Ganze wird als Kern bezeichnet. 484 solche Brennelemente wären eingesetzt worden. Dieses sogenannte Brennelement wird mit Wasser durchströmt. Somit wird durch die Kernspaltung, durchs Bremsen der Neutronen, Wasserdampf erzeugt, der dann oben im oberen Bereich am Kopfstück austritt. Dieser Dampf wird dann direkt auf die Turbinen geführt, um dort Strom zu erzeugen. Ein Aufenthalt im Reaktor ist auch für die Techniker eine Premiere. Und das kurz bevor ihr eigenes Kraftwerk abgestellt wird. Was denken Sie? Ja, es ist schade, dass unsere Kraftwerke jetzt abgeschaltet werden. Block 1 ist jetzt praktisch vom Netz. Und das ist jetzt praktisch das erste Mal, dass man sowas sieht. Aber leider ist das das Ende für uns. Diskussionen über Atomkraft sind meistens kontrovers. Nicht für Hans Fleischer. Er ist inzwischen zum glühenden Befürworter geworden. Der Autodidakt vertritt seine Überzeugungen mit einer Energie, die nicht bei allen gleich gut ankommt. Strom ist ein Gut, das nicht selbstverständlich ist.
Ja, wir werden das dann erleben, wenn wir keinen haben. Sie machen aber jetzt einen ganz deutlichen Denk- und Rechenfehler, weil wenn Sie die Abreiskosten und die Entsorgungskosten einrechnen, dann brauchen Sie kein Land mehr einschalten mit einem Atomstrom, weil dann ist der Strom so teuer und das hat bis jetzt kein Mensch eingerechnet. Ich sehe schon, Sie sind massiv gegen diese Technik, stört mich auch nicht. Ja. Im Grundsatz, wir haben in unserem germanischen Breitengrad, wenn man es so bezeichnen will, haben wir ausreichend sicherheitstechnische Nachrüstung. Die Anlagen sind bei uns sicher. Es gibt mehrere Kernkraftwerke an unserer Grenze, wo nicht so gearbeitet wird. Und das ist uns jetzt natürlich lieber. Aber bitte, mir ist ja wurscht. Das AKW Zwentendorf. Für Österreich ein finanzielles Desaster in seiner jüngeren Geschichte. Für Hauswart Hans Fleischer hingegen war es die Chance seines Lebens. Wenn man so sieht, vom Zuckerbäcker zum Reaktortechniker, es ist eine mögliche Variante, wie man sieht, was man aus sich machen kann. Die berufliche Veränderung war natürlich der größte Schritt in meinem Leben. Und natürlich ist mir die Anlage ans Herz gewachsen wie ein Kind. Es ist meiner Ansicht nach ein Traumjob. Er ist auch einzigartig, gleichzusetzen. Ja, es gibt auch nur einen, der sitzt in Rom und ich in Zwentendorf. Direkt vor dem Kraftwerk überrascht mich österreichische Idylle. Eine Alphütte. Da kehren jetzt die Radfahrer ein. Größer könnte der Kontrast wirklich nicht sein. Auch ich mache Pause und bestelle mir einen gespritzten. Sagen Sie, waren Sie da schon mal drin in dem Ding? Ja? Sehr interessant. Es ist wie eine Zeitreise. Viele alte Geräte aus den 70er Jahren. Und wenn das Ding jetzt am Netz wäre, dann würden wir hier nicht so gemütlich sitzen, denke ich mal. Höchstwahrscheinlich nicht. Dann würden wir wahrscheinlich die Kantine da drinnen betreiben. Ah ja, also das, hatten Sie das eigentlich vor? Ist das eine Notlösung, dass Sie jetzt hier für Touristen sind? Mein Vater hat hier einfach den Grund gepachtet und hat von seiner Ausbildungszeit her in verschiedenen Skigebieten in Österreich das eben mitbekommen, dass es eine sehr urige Atmosphäre ist in diesen Skihütten, in diesen alten. Und hat dann eben beschlossen, in seiner Heimat direkt am Donauradweg neben der Donau so etwas auch aufzubauen für Radfahrer. Jetzt haben Sie die Touristenattraktion, ein stillgelegtes Kernkraftwerk. Genau. Wir sind sehr froh, dass das hier jetzt nie in Betrieb gegangen ist. Ja, vielen Dank. Bitte gerne. Statt Alpenpanorama, ein stillgelegtes AKW. Das findet man nur an der Donau. Ich verlasse Zwentendorf mit gemischten Gefühlen. Österreich rühmt sich, atomfrei zu sein per Gesetz. Dennoch, das Land importiert heute mehr Atomstrom, als das AKW jemals produziert hätte. Und davon profitiere natürlich auch ich mit meinem Elektrovelo. Nach 300 Kilometern im Sattel erreiche ich mein Ziel. Wie kaum eine andere Stadt ist die österreichische Hauptstadt mit der blauen Donau verbunden. Dabei ist die Donau auch hier nicht blau. Wien war die Hauptstadt der Donaumonarchie. An diese große Zeit wird man auf Schritt und Tritt erinnert, wie hier vor dem Stephansdom. Da steigt man auch schon mal vom hohen Fahrrad ab. Von hier aus wurde ein Riesenreich regiert, eine Großmacht, welche die Geschicke Europas geprägt hat und das europäische Kulturleben noch heute maßgeblich mitbestimmt. Skulpturen und klassische Fassaden aus der Antike, Wien ist und bleibt eine herrliche Stadt. Ich habe ein neues Ziel. Ich möchte zurück an die Donau, zu dem wohl traurigsten Ort Wiens. Schönen guten Tag. Jetzt, ich habe ein Fahrziel, etwas Besonderes. Ich möchte gern zum Friedhof der Namenlosen. Kennen Sie den? Ja, nicht auf Anhieb jetzt.
da möchte ich hin, ja. Ja, wir werden das finden. Haben Sie schon gehört davon? Ja, gehört habe ich schon davon, aber ja, das war noch nie mein Fazit. Ja, das ist natürlich ein bisschen absonderlich. Ein sonderliches Fazit, ja. Wie lange machen Sie das schon hier in Wien? Ich fahre 8 Jahre mit dem Taxi. Und in Wien bin ich 40 Jahre. 40 Jahre, ja, also Sie sind Wiener eigentlich? Ja, ich bin eigentlich schon hier, wie sagt man, aufgesaugt, assimiliert. Aha. Nein, es ist schon auch meine Heimat, muss ich sagen, mittlerweile. Was ist das Besondere des Wieners gegenüber den übrigen Österreichern? Das Besondere des Wieners ist eigentlich, dass es gar keinen richtigen Wiener mehr gibt. Wenige. Alles andere ist eine Mischung. Der Wiener ist eine Mischung. Aha. Ja, der traditionelle Wiener ist eher nicht unbedingt so sympathischer. Das ist eher der Raunzer und jammern, raunzen, missmutig sein, krantig. So, das ist der Ruf von früher. Aber diese Leute gibt es eigentlich fast nicht mehr, muss ich sagen. Gibt's nicht mehr. Kenne ich persönlich keinen. Obwohl, im Taxi hat man schon manchmal solche eher schwierige Patienten, ja. Vorbei am Prater fahren wir zum Albener Hafen, einem Ort, an den sich Touristen sonst kaum verirren. Also das ist hier der Containerhafen, nicht wahr? Ja. Da liegt der Friedhof. Der ist da hinten dann irgendwo, ja. Ja, hier ist Gasthof zum Friedhof der Namenlosen. Ist recht hier? Ja. 17,90, bitteschön. Dann machen Sie mal 20. Wir haben es ja gefunden, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich auch. Wiedersehen. Neben einer Zementfabrik liegt der Friedhof der Namenlosen. Hier wurden hunderte Wasserleichen beigesetzt. Die Donau hatte sie über Jahrzehnte immer wieder an derselben Stelle ausgespuckt. Oft war es unmöglich, die bis zur Unkenntlichkeit zersetzten Leichen zu identifizieren. Josef Fuchs ist der Friedhofswärter. Seine Familie pflegt den Friedhof bereits seit 3 Generationen ehrenamtlich. Das ist der Friedhof der Namenlosen. Der Teil hier besteht seit 1900. Und hier sind 102 Gräber. Und der erste Teil vom Friedhof der Namenlosen ist direkt gegenüber hier am Donauufer. Da sind 478 Opfer begraben, die heute noch dort liegen. Und dort ist aber nur ein Kreuz noch zum Andenken an den Friedhof. Und nachdem der Friedhof mehrmals im Jahr überschwemmt wurde, ist dann um 1900 dieser Friedhof hier angelegt worden mit dem Schutzdamm rund um Atom, damit das Hochwasser den Friedhof nicht immer verwüstet. Man sieht natürlich auch hauptsächlich Gräber unbekannt. Ja. Und dann sind viele Gräber dabei, wo Namen draufstehen. Ah, es sind doch auch Namen dabei. Ja. Kennen Sie dann die Geschichten? Die so teilweise kenne ich die Geschichten. Ja, die hat mir mein Großvater erzählt. Zum Beispiel hier das Grab von Cecilia Gätler. Die Frau hat sich das Leben genommen in der Donau. Und bis heute weiß man nicht, warum. Auch es gibt noch nach wie vor Verwandtschaft, die zu Besuch kommen. Mhm. Ihr Sohn ist damals jahrelang gekommen auf den Friedhof und hat die Mutter besucht und war immer verzweifelt, was er sich das Leben genommen hat. Ja. Und eines Tages hat er sich hier im Grab erschossen. So. Und der Großvater hat ihn dann eine Reihe weiter vorne, da ganz links, dort ist dann der Sohn bestattet. Wieso sind Sie jetzt hier eigentlich zuständig? Wie ist das dazu gekommen? Das ist durch Generationen. Es ist die 3. Generation, wo der Friedhof gepflegt wird. Es war ursprünglich so, es war ein Totengräber hier, verantwortlich für diese Bestattungen. Und mein Großvater war dazu mal als Gemeindegendarm. Und immer wenn irgendeine Leiche gefunden wurde, ist der Gemeindegendarm gekommen, der Totengräber und der Gemeindearzt. Die haben die Leichen dann seziert, angeschaut, haben alle Daten aufgeschrieben und dann wurden sie bestattet. Und eines Tages hat sich der Stefan Mollner das Leben genommen. Das ist ein Totengräber. Zu dem Zeitpunkt hat dann mein Großvater die Bestattungen übernommen, bis der Friedhof aufgelassen wurde. Es gibt dann noch 2 Kindergräber. Und zwar ist das eine da von Wilhelm Döhl. Das ist ein Kindergrab, der ist 11 Jahre gewesen. Das steht ertrunken durch fremde Hand am 1. Juni 1904. Ja. 11-jährig, wurde ermordet. Ja.
ermordet und in die Donau geschmissen und ist dann hier angeschwemmt worden und wurde dann auch hier bestattet. Also sehr traurig alles. Ja. Grausige Schicksale von namenlosen Opfern, das muss doch auch den Menschen prägen, der Tag ein, Tag aus damit konfrontiert wird? Nein, man lebt nicht anders dadurch. Mhm. Der Kontakt zu dem Friedhof ist genauso Kontakt, jetzt sage ich mal, hört sich vielleicht etwas dumm an, aber meine Mutter hat das auch gesagt, andere haben einen Schrebergarten, den sie pflegen und den sie immer herrichten dann. Bei uns ist es halt ein Friedhof. Wir wissen über einen Teil der Schicksale Bescheid. Wir wissen, es hat einen Sinn, dass man das pflegt und wollen das auch weiterhin so machen. Ist das die sprichwörtliche Wiener Morbidität? Jedenfalls gibt es kaum anderswo auf der Welt einen Friedhof für Namenlose, der so liebevoll gepflegt wird. Und nirgendwo sonst kann man in Anlehnung an den Satz «Das Leben geht weiter» sagen, «Die Donau fließt weiter». Mit diesem Gefährt lege ich das letzte Stück meiner Reise zurück. Der Twin City Liner fährt von Wien nach Bratislava. Etwas mehr als eine Stunde braucht das Schnellboot für die 60 Kilometer lange Strecke. Das will ich mir genau ansehen, und zwar oben an Deck. Zwei Wochen lang bin ich auf und entlang der Donau gereist. Ein Fluss, der Kulturen verbindet und für den europäischen Handel immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Die Donau fasziniert mich, aber vor allem wegen der Menschen, welche mit ihr leben. Und dann genau bei der Festung Devin, wo einst der eiserne Vorhang verlief, wo Ostblock und Westeuropa aufeinander prallten, wird die slowakische Fahne hochgezogen. Wir verlassen den bekannten Teil Europas. Vor uns liegt die Slowakei, das dritte Land unserer Donaureise. Ankunft in Bratislava. Für mich ist es das erste Mal, dass ich diese Stadt besuche. Seit 1993 ist Bratislava Hauptstadt der unabhängigen Slowakischen Republik. Die reiche Hauptstadt eines armen Landes. Tausende Ausflugstouristen kommen vor allem im Sommer hierher. Bratislava war die Hauptstadt der Habsburger Monarchie. Es war die Krönungsstadt und ist seit eh und je auch eine Stadt der Musik. Franz Liszt hat hier gastiert, Haydn, Beethoven und natürlich Mozart, der bereits im Alter von 6 Jahren in Bratislava Konzerte gab. Und auch heute noch gibt es ihn, den Traum von der großen Musikerkarriere. Das ist Annabella Patkulo. Geigenklänge haben sie schon immer verzaubert. Als Baby sei sie nur zu Mozart eingeschlafen, sagen ihre Eltern. Mit ihren Puppen habe sie nicht geredet, sondern gesungen. Und als 4-Jährige habe sie angefangen, Geige zu spielen. Reisen, andere Gegenden und große Konzerthäuser kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass ich vor vielen Leuten und in vollen Sälen spielen kann, zusammen mit bekannten Künstlern und Musikern. Petržalka, eine sozialistische Planstadt am anderen Ufer der Donau. Dort wohnt Annabella mit ihren Eltern. Üben mit Vater Adob Patkulo. Er ist Konzertmeister an der Oper.
Die Nachbarn seien verständnisvoll, klopften nur selten an die Wand. Wir bemühen uns, so viel wie möglich zusammenzuarbeiten. Ich frage mich immer wieder, wie ich es am besten angehen soll, damit sie die Motivation nicht verliert. Für mich ist das eine Gratwanderung, denn einerseits ist sie ja noch ein Kind, gerade einmal 13. Andererseits ist die Konkurrenz weltweit sehr groß. Wir müssen also immer am Ball bleiben, denn Talent alleine genügt nicht. Annabella gibt bereits mit 6 Jahren Konzerte und gewinnt mehrere Auszeichnungen. Als 9-Jährige schafft sie es in der Sendung Slowakei sucht das Supertalent bis ins Finale. Man hat mich erkannt auf der Straße, mich gegrüßt. Das war sehr schön. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es eine große Sache war. Für mich ist es ein kleiner Schritt nach vorne. Ich muss noch viel an mir arbeiten. Und das tut sie. Gesangsunterricht gibt ihr die Mutter. Elena Patkolo ist Gesangslehrerin am Konservatorium. Montagmorgen. Wochenstart im Familienunternehmen Patkolo. Die Eltern passen ihren Alltag an die Termine ihrer Tochter an. Die Mutter unterrichtet nur dann am Konservatorium, wenn Annabella in der Schule ist. Der Vater ist der Familienchauffeur. Annabella geht in die 5. Klasse. Sie gehe gerne in die Schule, meint sie. Vor allem, weil sie dort ihre Freundinnen trifft. Hier kann sie noch Mädchen sein. Der Unterricht an der katholischen Schule beginnt mit einem Gebet. Annabella ist eine Musterschülerin mit Bestnoten. Täglich 6 Stunden Unterricht, dann 2 Stunden Geige üben, zusätzlich Proben im Konservatorium. Und während ihre Freundinnen den freien Nachmittag genießen, ist Annabella mit ihrer Mutter bereits unterwegs zum nächsten Termin. Am Anfang war ich oft sehr enttäuscht, dass mich meine Mutter nicht mit meinen Freundinnen weggelassen hat, weil ich üben musste. Aber ich bereue es nicht. Denn ich habe auf anderer Ebene Erfolge erzielt, die ich sonst nicht erreicht hätte. Es sind kleine Schritte auf dem Weg zum großen Traum. Ihre Eltern unterstützen Annabella, wo sie nur können. Heute soll ihre erste CD produziert werden. Ein Projekt, das die Patkolos selbst finanzieren. Es sei kein Eigennutz, betonen die Patkolos. Sie wollen ihrer Tochter nur das Beste ermöglichen. Dennoch kommen Elena Patkolo manchmal Zweifel, ob das der richtige Weg sei. Sie weiß genau, wie schwierig es ist, von der Musik zu leben. Das Musikgeschäft ist sehr hart. Daher wünsche ich mir, dass Annabella neben der Musik noch etwas anderes lernt. Zum Beispiel eine Ausbildung zur Lehrerin oder eine Sprachschule. Das würde mich beruhigen, falls es mit der Musikkarriere nicht klappen sollte. So gäbe es noch eine berufliche Alternative und sie hätte es später nicht so schwer. Über mögliche Probleme in der Zukunft macht sich Annabella bisher noch wenig Gedanken. Sie tut vielmehr das, was sie am liebsten macht: Geige spielen. Und so hängt, zumindest heute, Annabellas Himmel voller Geigen.
Für mich geht im bildhübschen Bratislava meine Donaureise zu Ende. Von hier aus wird Susan Wille die Reise entlang der Donau weiterführen. Wir haben uns an Bratislavas bekannte Donaubrücke verabredet. Unser Ziel ist das Turmrestaurant. Hoch über der Donau erzähle ich ihr von meinen Erlebnissen der letzten Wochen. Mein Fazit: Die Donau, ihre Menschen, beide schreiben grandiose Geschichten. Ja, und Sie haben da das eine jetzt gefunden. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich Angst haben würde. Das kann ich so ansehen. Das Bild allein, das ist. Ich wünsche Susan eine gute Weiterreise. Ein klein wenig wehmütig verabschiede ich mich von meiner Donau. In der nächsten Folge geht es für mich erst einmal aufs Wasser. Mit dem Kanu entdecke ich ein bedrohtes Paradies. Ich tauche ein in das jüdische Budapest und begegne Menschen, die mir mit ihren Geschichten das Herz öffnen. Und im Süden der Slowakei treffe ich eine Gräfin, die einem Schloss neues Leben einhaucht. So reise ich der Donau entlang, weiter nach Osten, in ein unbekanntes Europa. Am Samstag beim Dreisat-Festspielsommer. Asmik Grigorian in der aktuellen Inszenierung aus Bayreuth. Der fliegende Holländer, die Eröffnungspremiere. Um 20.15 Uhr. Der Dokumentarfilm am Montag mit einem Werk, das der Musik Kubas ein Denkmal setzte. Es ist nichts als reine musikalische Energie. So was passiert hier nur einmal im Leben. Wim Wenders preisgekrönter am Montag um 22.25 Uhr. Meine Reise beginnt in Bratislava. Die Stadt ist für mich das Tor zum Osten, modern, boomend und voller Postkartensujets. Doch welche Gesichter hat diese Stadt sonst noch? Mich interessieren die Menschen hinter den Fassaden. Mitten